Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute habe ich ein spannendes Thema, und zwar die 5 wichtigsten Regeln für eine gesunde, gute Mensch-Hund-Beziehung. Regel Nummer 1: Vertrauen. Vertrauen bedeutet für mich, dass der Hund mir vertraut, aber ich auch dem Hund das Vertrauen schenke, dass er bestimmte Situationen alleine bewältigen kann. Vertrauen hat viel mit Respekt zu tun. Und Respekt ist eine wundervolle Bereicherung für jede Mensch-Hund-Beziehung. Also, wenn ich mit meinem Hund eine Vertrauensbasis aufbauen möchte, muss ich ihm erstmal Glauben schenken. Also, ich muss an meinen Hund glauben. Ich muss auch die Bereitschaft zeigen, dass mein Hund mit mir eine gesunde Verbindung eingeht. Mein Hund vertraut mir, wenn ich ihm als seine Leitfigur zeige, hey, ich regel das mal für dich. Aber es gibt auch Hunde, ja, die regeln für uns Menschen ganz, ganz viel. Und so sollte es sein. Also Vertrauen bedeutet für mich auch, wenn ich dem Hund sage, hey, warte, dass er wartet. Ob er sich dann hinsetzt, legt, ist mir relativ egal. Hauptsache, er wartet. Ich finde, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Grenzen und Freiheiten. Wenn ich meinem Hund Grenzen aufzeigen kann, dann kann er sich auch Freiheiten rausnehmen. Und das finde ich enorm wichtig. Also, wenn ich dem Hund beispielsweise an der Straße sage, hey, warte, und er läuft dann rüber, dann bin ich als seine Lebensversicherung nicht mehr für ihn da. Grenzen heißt auch, wenn ich nach Hause komme und ich werde von meinen Hunden angesprungen und freue mich darüber, dann kann ich nicht erwarten, dass wenn mein Hund dann einen fremden Menschen anspringt, dass ich ihm dann sage, hey, ist in Ordnung, kannst du bei mir machen, darfst du nur nicht bei anderen. Also die Grenzen werden manchmal ein bisschen vermischt. Also da sagen Leute dann, nein, lass es sein, hör damit auf, komm mal hier rüber. Das ist keine Grenze. Eine Grenze bedeutet Stopp. Und eine Freiheit bedeutet okay. Also wir können ganz, ganz viel auch verbal oder über die Körpersprache mit Grenzen und Freiheiten arbeiten. Zum Beispiel ist das jetzt hier gerade eine Freiheit. Wenn ich aber haben möchte, dass der Hund runtergeht, dann setze ich eine Grenze. Wenn er dann nicht runtergeht und mich anknurren würde, dann habe ich ihm zu viel Freiheiten gegeben, sich zu entfalten. Ne? Okay, so sieht's aus. Grenzen und Freiheiten. Immer eine gesunde Balance. Verständnis. Hunde haben für uns Menschen ganz, ganz viel Verständnis. Sie haben das Verständnis dafür, dass wir mit unseren aufgestauten, hektischen Energien durch den Alltag hetzen und Hunde versuchen, uns immer wieder zu erden. Also, Hunde haben ganz, ganz viel Verständnis für uns. Und wir dürfen lernen, auch für die Hunde Verständnis zu haben. Verständnis dafür, dass ja, der Hund auch mal einen schlechten Tag hat. Ja, dass es verschiedene Hundecharaktere, verschiedene Hundetypen gibt. Dass wir sowohl die Kleinen als auch die Großen gleichermaßen respektieren und akzeptieren. Ja, Verständnis bedeutet für mich auch, in der Ruhe zu kommunizieren. Verständnis heißt, nicht zu viel den Hund zutexten, sondern mit kleinen Gesten einfach zeigen, jetzt ist etwas erlaubt oder eben nicht. Verständnis bedeutet respektvoller Umgang miteinander. Bewegung und Ruhe, ja, das ist die Formel schlechthin. Also ein unausgeglichener Hund hat meistens viel zu viele PS unter der Haube. Wenn ein Hund mit überschüssiger Energie spazieren geht, dann geht es meistens in Stresssituationen rein. Nämlich der Hund ist nicht ausgepowert und hat dann an der Leine extremen Stress, eventuell mit Artgenossen. Versucht Fahrradfahrer zu jagen, zerrt an der Leine, ist eben unausgeglichen. Also wenn ein Hund zu wenig Bewegung hat und wenn er 6 oder 7 Stunden zu Hause sitzt und darauf wartet, dass der Besitzer ihn ausführt, dann hat er beim Spaziergang massive überschüssige Energie. Genau umgekehrt ist es so, dass wenn ein Hund
von einem Termin zum anderen hetzt, heute Agility, 2 Stunden später Dummy-Training, dann machen wir noch ein bisschen Mantrailing und dann fahren wir danach noch eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Wenn mir dann ein Hundebesitzer sagt, Andreas, mein Hund kommt gar nicht mehr in die Ruhe, ja, dann ist das echt verständlich, weil dieser Hund ist einfach drüber. Ich finde beides schön. Also ich finde es schön, mit den Hunden in der Bewegung zu sein. Ich finde es schön, extrem viel zu erleben, aber ich mag es einfach auch mal auf der Couch zu chillen. Als ich im Ausland unterwegs war, konnte ich bei den Besitzerhunden beobachten, dass sie sich viel bewegten, aber auch ganz viel gefaulenzt haben. Also Hunde faulenzen extrem gerne. Vielleicht kennt ihr das auch bei euren eigenen Hunden. Auch an verregneten Tagen heißt es, nee, heute ziehen wir uns die dicken Socken an und bleiben einfach mal zu Hause. Also dieses Programm, was wir Menschen glauben, dass Hunde immer haben müssen, haben sie gar nicht. Also sie brauchen nicht immer die ständige Bewegung und Beachtung. Genauso ist es hier bei mir im Revier für Hunde. Also es sind 35 bis 40 Hunde täglich unterwegs und die rennen ja auch nicht den ganzen Tag wahllos irgendwie über die Wiese. Nee, die chillen. Die haben Spaß, die raufen, die spielen und sie schlafen und sie dösen. Und sie sind sehr gerne mit Hunden in der Ruhe. Wenn wir Hunde in Gruppen beobachten, ja, dann kann man sehen, dass diese Hunde eben zusammenliegen, aber nicht wirklich viel machen, sondern die machen einfach Kontakt liegen. Heißt, sie liegen nebeneinander, manche berühren sich, manche eben nicht, aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gibt den Hunden gute Energie. Das ist ein Ritual des Zusammenseins, das verbindet. Und Hunde lieben es, miteinander zu sein, sich aber trotzdem nicht auf die Nerven zu gehen. Das ist Kontakt liegen. Wir Menschen sind oftmals damit beschäftigt, die Hunde zu sehr zu bedrängen und alles einzufordern von ihnen, damit sie unser emotionales Bedürfnis befriedigen. Bin da etwas anderer Meinung. Ich glaube, wir sollten immer erst mal bei uns hinschauen, bevor wir von den Hunden irgendetwas erwarten. Der 5. Punkt. Konsequenzen. Konsequenz bedeutet für mich, wenn ich sage, ich will etwas nicht, dass ich es dann auch durchziehe. Wenn ich meinem Hund beispielsweise sage, ich möchte jetzt gerade nicht belagert werden, dann schicke ich ihn runter oder weg. Das bedeutet, dass ich keine Lust auf eine Diskussion habe. Genauso konsequent bin ich aber auch, wenn der Hund zeigt, ich will jetzt nicht mehr angefasst werden, dann lasse ich ihn in Ruhe. Also gehe ich hin und gebe dem Hund die Möglichkeit, runterzugehen, wegzugehen. Das ist wichtig. Das ist respektvoller Umgang. Also seid nicht nur immer konsequent mit den Hunden, sondern lasst auch den Hunden den Freiraum, dass sie konsequent zeigen können, wann es zu viel ist oder zu wenig. Wie ihr seht, eine gute Mensch-Hund-Beziehung basiert nicht nur darauf, dass wir Hunde ständig trainieren, klassisch konditionieren. Ja, alles hat seinen Raum, alles hat seinen Platz. Am besten ist, jeder Mensch geht mit seinem Hund in die Beziehung, die er mag und handelt nach dem Bauchgefühl. Es gibt keine einzig wahre Methode, einen Hund und einen Mensch auf eine Ebene zu bringen. Jeder macht es am besten so, wie er sich wohl dabei fühlt. Und der Hund sollte sich auch wohl dabei fühlen. Ich habe gerade eine wundervolle Mensch-Hund-Beziehung mit meinem Hund, obwohl ich nichts einfordere. Wenn euch meine Videos gefallen haben, ja, dann hoffe ich, dass ihr diesen Kanal abonniert und immer bei mir bleibt. Also schaltet ein, wenn es wieder heißt, Andreas ist auf dem YouTube-Channel zu sehen. Bis dahin.